Herzlich willkommen in die Runde. Wir machen heute einen runden Tisch, der sozusagen auf eine Initiative zurückgeht von der UNESCO, dass es sich die Künstler weltweit zusammenschließen und einfach ihre Situation austauschen. Das ist ein Zeichen der Solidarität, das ist ein Zeichen der Achtsamkeit. Und die UNIMA hat diese Idee aufgenommen. Und so sind wir jetzt hier, um einen runden Tisch der Puppenspieler zu bilden. Es gab vor uns runde Tische, englischsprachig, französischsprachig, die gingen sehr weit, Mittelasien. Wir haben jetzt sozusagen einen deutschsprachigen runden Tisch eingerichtet und wir sind stolz, dass wir Teilnehmer aus Belgien, Schweiz, Deutschland und Österreich dabei haben. Und zur offiziellen Begrüßung darf ich an die Generalsekretärin der UNIMA übergeben, an Iduja, bitte. Hello, good evening to everybody. For me, it is really a great pleasure to be back with you after summer break. We start with the RESIA project, with the national roundtables, and we start with Germany. As you know, and as I think Christian said, Resiliar is a project from UNESCO. It's a project in which we have been involved since May, June. And we have been doing some roundtables, transnational roundtables. Up to now, we have done in English, in French, in Russian, two in English, two in French, one in Russian and one in Spanish, and one in Chinese. That, in fact, it was the first national roundtable. And now, after the summer break, we start with the national roundtables with Germany. And as you know, Clement Perejatko is the coordinator of all the Resiliart roundtables. He is doing a great job, and I must thank him for all the work he is doing. And the one for Germany, if I'm not mistaken, has been Ruth Brockhausen with the help of Christian. Christian will be the moderator, and I must say that Germany has been a bit, they have break a bit the law of the national resilience, because they have done a bit not national, Germany, Austria, Belgium, and Switzerland, what for me is fantastic. We are open to all the innovations that each national center wants to do. So it is fantastic, and they have prepared a real very interesting people for this roundtable. And as I always say, you are not here to listen to me. You are here to listen to very interesting things that the panelists that Ruth and Christian have joined together have to tell us. But I used to finish my talk with the words that Audrey Azoulay, the general director of UNESCO, when she was launching the first Resiliart movement, she said, because I like these works. And she said, in these unstable and uncertain times, we need to look to the things that unit us, the things that show us the world in all the variations. And for that, we need artists. And I like to add to these words that we need puppeteers. So, Christian, the floor is yours. Thank you very much. Thank you. Ja, so, jetzt schalten wir wieder zurück. Deutschsprachig. Wir hatten natürlich mit Ruth zusammen den Ehrgeiz, zwar deutschsprachig, aber doch auch länderübergreifend zu sein.
Und jetzt sehe ich, aha, das könnte die Schweiz sein, die sich da reinwählt. Ruth nickt mir zu. Ja, wir haben da, wie gesagt, Ruth, vielen Dank, von der Unima Deutschland zusammen mit der Unima Österreich, vertreten durch Cordula, versucht, möglichst viele Stimmen einzufangen. Und genau, es werden sozusagen, sprechen Margit Gesin aus der Schweiz, ich glaube, sie kommt da gerade rein, dann Cordula Nosek, die ist aus Österreich, dann wird Heinrich Heimlich aus Belgien sprechen, dann Susanne Lebherz hoffentlich, die noch nicht hier im Kanal ist, und dann Raphael Mürle und zuletzt Finale Furioso Markus Dorner. Und ich hoffe, danach haben wir noch 20 Minuten, um uns zu unterhalten. Es kann auch unten, in dem, wer sich sozusagen über Facebook zuhört, kann auch, da gibt es auf der rechten Seite eine F&A-Funktion, da kann man auch Fragen stellen, auf die wir dann antworten. Genau, ganz knapp. Ich soll einfach mitlesen. Genau, ich würde jetzt das Wort Cordula geben, bis sozusagen die Frau Gesin auch dabei ist, und bitte dich mal als Schwerinerin in Österreich zu berichten, wie da bei euch die Lage ist. So, bekommt keinen Schreck. Hört ihr mich? Seht ihr mich? Ja? Ja. Ja, wunderbar. Also, kein Schreck bekommen. Ich bin nämlich gerade aus dem Ausland gekommen, auch als Österreicherin, als Wahlösterreicherin. Treibt man sich gerne im Ausland herum. Und wenn ich mal kurz die Maske aufsetze, dann ist es nur, weil die Security mir dann einen bösen Blick zuwirft. Ich möchte euch jetzt gerne etwas über die Situation in Österreich erzählen, was vielleicht nicht ganz uninteressant ist. Wir hatten ja auch hier einen Lockdown, so wie alle in Europa und auf der Welt. Und natürlich gab es viele Schließungen, die Theater wurden geschlossen, die Konzerthäuser, alles, also der ganze Kulturbereich war geschlossen. Und wir mussten natürlich auch sehen, wie wir in die Runden kommen. Und es gab natürlich auch von den Künstlern, es gibt hier in Österreich, also die Unima Österreich ist sehr klein und die arbeitet aber zusammen mit der IG Freie Theater und mit der Kulturvernetzung. Die Kulturvernetzung ist in Niederösterreich angesiedelt. Niederösterreich ist eines der Bundesländer in Österreich, ein großes Bundesland. Und die IG Freie Theater ist österreichweit, ist aber hauptsächlich für die Wiener Künstlerinnen und Künstler verantwortlich. Aber ich wollte euch ein paar Zahlen geben, wie schwarz es hier in Österreich aussieht. Ich wollte eigentlich nicht schwarz beginnen, aber ich muss es doch tun, weil ich wollte auch ganz ehrlich sein. Österreich wird immer also als reich bezeichnet, ist es aber nicht. Also es unterstützt eher die Konzerne, aber die Künstler, gerade die freien Künstler, bleiben da ziemlich auf der Strecke. Und der Lockdown hat das ziemlich deutlich gezeigt. Also es gibt hier Fonds, die für EPUs... Ja? Hallo da in die Schweiz. Hallo Familie Gesin, hört ihr uns? Hallo, hört ihr uns in der Schweiz? Also ich höre die Margit ganz ein bisschen wie unter Wasser, aber ja. So, wir hören euch. Frau Gesin? Okay, könnt ihr mal noch, ihr seid gleich als zweites dran, könnt ihr noch mal das Mikrofon ausmachen? Ich will nicht über den Chat schreiben, nicht vom Meeting. Genau. Ja, so ist wunderbar. Jetzt hören wir noch der Frau Nosek zu und dann geht es in die Schweiz. Dankeschön. Okay. Hoppla, bitte weiter. Gut, also es gibt hier sozusagen einen Fixkostenzuschuss. Der Name beinhaltet eigentlich auch schon den Plan. Der wurde mit 8 Milliarden Euro dotiert. Bisher wurden 60 Millionen ausgezahlt. Und ich sage es nochmal, der Lockdown ist jetzt auch schon 6 Monate her. Dann gibt es hier einen Härtefallfonds für die EPUs. Das sind die Ein-Personen-Unternehmen, worunter auch die Künstler gezogen werden. Der wurde mit 2 Milliarden Euro dotiert. Und bisher sind 500 Millionen Euro ausbezahlt worden. Auch, wie gesagt, alles 6 Monate her. Man weiß nicht, wo das Geld bleibt. Und so ist auch die Situation ziemlich desolat. Aber wir lassen uns nicht abhalten. Es werden Petitionen unterschrieben.
Wir sind demonstrieren gegangen, wir haben Gespräche mit Regierungsvertretern geführt, also über die Interessensvertretung IG Freie Theater und über die Kulturvernetzung. Ja? Aber wie gesagt, etwas, es zieht sich hin, es ist zäh. Es wurden dann, damit es nicht ganz so marode ausschaut, dann von der Stadt Wien und Niederösterreich zog dann auch gleich nach, weil Niederösterreich schaut dann auch immer, was in Wien passiert. Politisch vielleicht gesagt, Niederösterreich ist schwarz oder türkis mittlerweile. Das ist die neue moderne Form des Neoliberalismus, der sehr sich mit der rechten Mitte bezeichnen sie sich. Und Wien ist rot. Und es wurden Kunststipendien ausgerufen. Man konnte sich dort bewerben und für die Sommermonate bis zu 3.000 Euro bekommen. Da habe ich mich auch beworben und ich habe 2.100 Euro für ein kleines Projekt bekommen. Ja. Entschuldigung, das war jetzt hier mein Flughafen. Ja, sie ist ein bisschen lauter als ich. Ja, Baby, wir wissen es. Wir setzen die Masken auf. Gut. Was natürlich trotzdem noch ein gutes Zeichen ist, Moment, kleinen Augenblick, ein gutes Zeichen ist, ich lächle mal kurz und wieder weg, ein gutes Zeichen ist, dass es doch noch einige Festivals gibt, auch Indoor, jetzt wird es nämlich auch interessant in der Herbstsaison, die Internationalen Puppentheatertage, wie ihr wisst, die ich ja jetzt auch das 9. Jahr machen darf, die werden stattfinden, aber in einer sehr, sehr abgespeckten Variante. Und ich sag mal so als Maßgabe, man hat die Maske die ganze Zeit an. Wir haben von den zur Verfügung stellenden Plätzen, können wir nur die Hälfte zur Verfügung stellen, die dürfen wir noch verkaufen, etc., etc. Aber da sind die Gelder nicht gestrichen worden, aber immer mit dem Damoklesschwert, spart, gebt nicht das ganze Geld aus, ja. Also das ist die Situation. Wir kämpfen, wir halten durch. Natürlich müssen Sie sich noch was überlegen, was in den kommenden Monaten sein wird, weil ich denke mal, dass wir mit dieser Pandemie auch noch bis zum Sommer zu tun haben werden. Ja, das ist erstmal so ein paar Fakten. Ja, das war das, was ich erstmal zur Situation in Österreich sagen wollte. Und ich wollte halbwegs sachlich bleiben. Du bist aber, du sollst gar nicht so sachlich sein. Wir wollen was Persönliches hören. Wir wollen sozusagen auch die Enttäuschung teilen. Also wir sind nicht hier, um Zahlen auszutauschen. Die finden wir auch in der Zeitung. Wir wollen Geschichten hören und uns auch gemeinsam aufregen oder beruhigen. Insofern, schieß los. Also das heißt, ich bin auch politisch aktiv geworden, weil ich es natürlich nicht ausgehalten habe. Wir hatten hier unseren Bundeskanzler, der war jeden Tag auf dem Bildschirm, jeden Tag. In anderen europäischen Ländern, ich habe immer so ein bisschen argwöhnisch rübergeschaut, da war nicht so diese Omnipräsenz. Und ich habe daraufhin auch dann eine Persiflage von Angela Merkel entwickelt. Also ich selber. Danke. Also ich bin in die Figur der Angela Merkel gerutscht. Und witzigerweise habe ich auch mein erstes Video hier in Wien auf dem Flughafen gedreht, als er noch toter war, als er jetzt ist. Der ist jetzt auch ziemlich tot. Und ja, ich habe die politische Satire entdeckt. Und ich bin auch gerade dabei, eine Angela Merkel-Puppe zu bauen. Und ich werde damit Programme machen, weil ich denke, dass die politische Satire wieder eine Geburtsstunde hat. Wir sollten uns nicht alles gefallen. Also eine gekonnte politische Satire in der Tradition der Weimarer Republik. Da ging es ja auch sehr zur Sache. Ja doch, ich denke mal, dass das hier auch in Österreich, das würde diesem kleinen Land auch gut tun. Ich hoffe jetzt, dass ich nichts zu Böses gesagt habe. Und wir haben auch ein Literaturprojekt gemacht. Also ich habe auch geschrieben, Arbeit statt Almosen. Und dieses Buch wird am 11. Oktober veröffentlicht. Wir haben auch einen Verlag und wir haben auch einen sehr kritischen Dokumentarfilm gedreht, wo alle 20 Autorinnen interviewt wurden zu sehr heißen Fragen. Und da habe ich auch kein Blatt vor den Mund genommen, weil ich mir denke, als Künstlerin ist es meine Verantwortung, da auch ein Seismograf der Gesellschaft zu sein. Und welche Ungerechtigkeit erregt? Was findest du denn ungerecht? Also ich finde ungerecht, dass die Künstler total hinten runterfallen. Ja? Man bemerkt uns hier überhaupt nicht. Du musst dich immer dafür rechtfertigen, dass du überhaupt eine Existenz hast. Und leider ist es auch wieder, also ich sage mal so, die Meinung auch über Künstler in Österreich, in bestimmten Ämtern,
ist auch wieder so in die Ecke gerutscht, wo ich sie eigentlich mal gar nicht mehr sehen wollte, wo ich sie auch gar nicht mehr haben wollte. Ja, du wirst immer damit konfrontiert, dass das, was du machst, ein nettes Hobby ist. Ja? Oh, überhaupt nicht gesellschaftlich relevant, überhaupt nicht gesellschaftlich wichtig, wird nicht als Teil als ein wichtiger Teil der Gesellschaft gesehen, sondern es ist immer nur, ja, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Und ich glaube auch, dass das Figurentheater ist immer so ein bisschen schwierig, weil man es immer verwechselt, gerade in Österreich, dass man die Kasperlpuppe aus dem Koffer holt und dass man dann irgendeine nette Gute-Nacht-Geschichten für die Kinder vorträgt. Ja? Also ein ernstzunehmendes Theater für Erwachsene ist immer noch, sag ich mal, sehr... Also das wird noch Jahrzehnte dauern, bis diese Meinung mal sich woanders befindet. Aber sind die Österreicher ja kein theaterfernes Volk? Die haben uns ja beeindruckt damit, dass sie jetzt diese Salzburger Festspiele durchgezogen haben und auch die Staatsoper ist wieder offen. Also man denkt immer, die Österreicher schätzen ihre Bühnen, aber nicht die Figurentheaterbühnen. Es ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, ja. Aber ich sage mal so, wir betreiben auch eine kleine Bühne in Amstetten. Das ist auch in Niederösterreich. Und also man hat versprochen, dass man für die Ausfälle aufkommt. Das kannst du ja auch alles darlegen. Du kannst ja auch deine Berechnung anstellen. Aber weißt du, so, es kommen kleine Gelder. Das ist eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und du musst Formulare ausfüllen, bis du wirklich umfällst. Wir haben da einen unser Finanzverantwortlicher, also was der dann auch die letzten Monate geleistet hat, das war schon der blanke Wahnsinn. Ja, aber nein, das stimmt so nicht. Sie haben ihre Prestigeobjekte, da wissen sie auch, wie sie das so marketingtechnisch, werbetechnisch in Europa verkaufen können. Aber die kleineren Kulturinitiativen, die kleineren Theater und gerade die Off-Theater, die sind gerade hier am Sterben. Ja, es ist wirklich so. Die sind am Sterben. Oha, na gut. Ja. Soweit für dich, deine 10 Minuten, vielen Dank. Bleib bei deinem Zorn, bleib noch in der Leitung. Ja. So, jetzt versuchen wir mal, in die Schweiz zu wechseln. Hallo Frau Gesin, können Sie uns hören? Wir hören Sie leider nicht. Vielleicht, wenn Sie noch ganz unten links auf dem Bildschirm gucken, ob das Mikrofon grün ist. Es ist grün, das Mikrofon. Jetzt hören wir Sie. Wunderbar. Sehr schön. Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Also, ja, bei uns ist es sehr spannend. Der hat gerade beschlossen, dass sie aus Griechenland 20 Kinder nehmen. Wie sie diese Auswahl machen, weiß ich auch nicht. Ich bin stinkesauer. Ich habe von März bis jetzt eigentlich nie gespielt. Ich habe morgen das erste Spiel, wurde alles abgesagt. Uns wurde auch versprochen, dass wir Gelder bekommen. Die sind dann gekommen. Also es ist nicht mal ein Zehntel von dem, was wir verloren haben, ist ausbezahlt worden. Sie haben aber unsere Fluglinie, die Swiss, unterstützt mit Milliarden. Und die Zahnärzte, die auch wahnsinnig reich sind, die werden mit Milliarden unterstützt und eigentlich die Kleinkunst überhaupt nicht. Mhm. Und sagen eigentlich alle dasselbe. Ja, was soll ich sagen? Ich denke, ich habe lange Zeit in meinem Leben, als ich spiele jetzt 50 Jahre, habe ich auch unter dem Existenzminimum gelebt. Es ist wieder so wie früher. Und das finde ich eigentlich spannend, dass das nochmal so kommt. Und ich finde es eigentlich ganz verlogen, das habe ich auch kundgetan, dass sie sagen, die Ausfälle, die mussten wir ja ganz genau dokumentieren, alle Verträge schicken, ewig an diesem Büro hocken und alles schicken. Und dann ist uns gesagt worden, dass wir 80% dieser Ausfälle bekommen und wir haben etwa 10% bekommen. Weil es gibt auch scheinbar in der Schweiz noch Künstler, die kein Essen mehr haben, wurde uns gesagt. Und darum müssen sie zuerst die unterstützen. Also, dann kann man da gar nichts machen. Es kam auch so ein kleines Beiblatt bei diesen Unterstützungsbeiträgen, wo ganz klar stand, also so klein, dass man es fast nicht lesen konnte, dass man gegen diese
Ausgaben, die sie dann für uns haben, keine Möglichkeit hat, da irgendetwas zu reklamieren. Man muss das einfach so akzeptieren, wie es dann ist. Wow, ja. Es ist halt Schweiz. Ja, und wie reagieren die Spieler darauf? Gibt es viele, die überlegen, was ganz anderes zu machen oder gehen einige in die Schulen? Was ist die Strategie von den Puppenspielern? Aber in die Schulen kann man auch nicht so gut gehen, weil die wollen in den Schulen eigentlich keine Schauspieler haben, weil die einige Schulen müssen auch zumachen, wenn wieder irgendein Fall da losgeht. Es ist vollkommen, bei uns ist alles so von Kanton zu Kanton verschieden. Aha. Weißt, also im Kanton Basel-Stadt ist es anders als im Kanton Basel-Land. Man darf dann für 30 oder 40 Leute spielen, dann eine Woche später darf man für 100 spielen, dann gibt es aber wieder einen Fußballmatch für 100.000, die dürfen dann. Der Fußball wurde auch wahnsinnig unterstützt. Ja, so. Also, ja, es ist nicht mehr durchsichtig, wie diese Sache mit der Kultur funktioniert. Obwohl der Bundesrat gesagt hat, wir seien systemrelevant, was auch immer das heißt, ja, bekommen wir davon eigentlich nichts. Ja, ich habe die Zeit genutzt, über ein neues Stück nachzudenken und endlich mal Rentner zu sein und viel zu lesen und mich mehr so vertieft mit Theaterarbeit auseinanderzusetzen und viel für meine Studenten zu machen. Also es war mir nicht langweilig. Aber ich bin eigentlich stinkesauer auf die Behörden. Das bin ich natürlich schon ewig und das wissen sie auch, aber ich habe es auch gesagt. Aber ich will nochmal darauf zurückkommen. Sie haben auch gesagt, es ist auch eine Chance. Also es fängt alles plötzlich wieder von vorne an. Haben sozusagen die kleinen Theater auch eine gute Möglichkeit, diese schlechte Zeit zu nutzen und da wieder neu zu starten? Ja, ich finde schon, ja. Also ich finde es auch zum Beispiel total spannend, so in einem Park zu spielen für 10 Leute. Ja. Das könnte man ohne weiteres machen. Also bei uns darf man draußen relativ viel machen, einfach nicht drinnen. Also keine Infrastruktur benutzen und so. Heute habe ich zum Beispiel einen Workshop gegeben zum Thema Theater. Da mussten wir für 60 Leute in eine riesige, und es ist spannend, mit Menschen zu arbeiten, die so zugebunden sind und so eine ganz andere Mimik haben. Das fand ich eigentlich spannend. Aber ja, ich denke, vielleicht ist es auch eine Chance, Theater neu zu denken. Okay, ja, das ist spannend. In welcher Hinsicht? Ja, bezüglich Orte suchen, wo Theater stattfinden kann. Also, dass wir eigentlich mehr zu den Leuten hingehen müssen, dort, wo es eben möglich ist, draußen. Oder für ganz kleine Gruppen zu spielen. Da müssen wir halt dann andere Gagen haben und so weiter und so fort. Das hängt alles zusammen. Aber ich glaube, also die Theaterarbeit an und für sich finde ich weiterhin spannend und würde auch nie etwas anderes machen wollen. Das freut mich. Aber ich weiß ja, dass Sie zum Beispiel sehr nah mit dem Kinderpublikum spielen, dass die teilweise ja auch mit Ihnen interagieren. Und meine Vorstellung, die ich hier gesehen habe in Deutschland, wo die Kinder eben auf 1,50 Meter Abstand saßen, waren sie sehr unkonzentriert, überhaupt nicht auf den Spieler fokussiert. Also ich fand die Kindervorstellung unter dem Abstandsgebot ganz schwierig. Und wie haben Sie das gemacht? Das ging gut. Was ist Ihr Geheimnis? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß es nicht, vielleicht weil ich weiße Haare habe, habe ich eine irgendwie andere Autorität. Also ich mache eigentlich nicht viel. Ich spreche mit den Kindern und versuche, sie anzuspielen. Und ja, wie immer, einfach für viel weniger Kinder. Ich finde es eigentlich schön, dass sie müssen 2 Meter Abstand haben. Und ich finde es auch wahnsinnig toll, was wir von den Kindern lernen können, dass sie sich eben nicht nerven, sie nehmen das einfach hin und sitzen genau dort, wo die Stühle gekennzeichnet sind, wo sie dürfen, und sagt nie ein Kind, warum darf ich nicht da vorne sitzen? Nur wir stressen uns immer und denken, ja, ist wieder ein Scheiß da mit diesem Publikum und so, so. Das machen die Kinder nicht. Ja. Das finde ich ganz toll, wie flexibel sie sind.
Das ist jetzt die Generation, die wird das in ihrem Leben als eine Episode zu erzählen haben. Ja, das glaube ich auch. Das ist eine andere Kindheit, eine andere Jugend. Und kann das Theater den Kindern helfen? Kann man ihnen helfen bei dem Geschichten erzählen? Ja, ich finde. Wir müssen einen anderen Zugang suchen. So, mir gefällt das natürlich, dass dieses "Ich spiele jetzt Theater für Kinder" ein bisschen wegfällt. Ja, in welcher Hinsicht, also wodurch merkt man das? Ich empfinde es eher so, dass Theater mehr als gestaltendes Verfahren zu den Kindern gehen kann. Ja. Also sie sind weniger Kinder, ich kann sie dadurch mehr einbeziehen und ich kann andere Techniken brauchen, um sie fürs Theater zu faszinieren. Und da glaube ich, diese gestaltenden Verfahren, also malerisch oder bildnerisch irgendwie an sie ranzukommen, finde ich ein spannender Ansatz. Und da hilft es, dass sie in kleinen Gruppen sind? Ja, finde ich schon. Ja. Mhm. Ja. Aber das Malen ist natürlich schwierig oder gestaltet? Das finde ich nicht. Ich finde es nicht schwierig. Es ist eine große Vorbereitung, dass das nicht chaotisch wird, dass sich die Kinder orientieren können und zurechtfinden können und ihren Teil dazu beitragen können. Es braucht, also wir wissen einfach, wir haben diese Sicherheit nicht, wenn wir eine Puppe nehmen, dann funktioniert es. Das finde ich super, dass wir diese Sicherheit nicht mehr haben. Dann werden wir aufgefordert, etwas anderes zu tun, als einfach mit dieser Sicherheit immer unser Geld zu verdienen. Also mich fordert es heraus. Wow, ja, uns alle auch. Und wir überlegen uns natürlich, was die Strategien sind, um den Kontakt nicht abreißen zu lassen. Hm. Ja. Die Kinder wollen Theater, die sind fasziniert von Theater. Und ich denke, vielleicht könnte es auch unmittelbarer sein, oder? Dass du irgendwo sitzt und es ist gar nicht so angesagt, heute ist jetzt Theater und pipapo, sondern du sitzt irgendwo, es kommen Kinder und dann fängst du an. Halt von einem Veranstalter engagiert, aber du sagst, ja, ich mache das jetzt anders, wegen Corona, fertig. Ja. Die haben auch immer die Ausrede, dass wegen Corona der ganze Scheiß nicht stattfinden kann und so. Und ich finde eben die Verunsicherung, die also bei uns ist, weißt du, eines Tages ist es so, dann eine Woche später sind die Kinder die Schleudern, dann sind die Kinder wieder nicht die Schleudern und das verunsichert die Leute, dass sie eigentlich gar nichts mehr machen. Und ich finde, die Kinder bekommen das alles ab, oder? Die spielen auch schon Corona. Ja. Toll. Ja. Ja. Andererseits können wir das von ihnen lernen, dass sie einfach das in ihr Leben einbauen und da jetzt aufregen, sondern dass eben... Ich denke, es ist eine andere Zeit und wir müssen, es ist auch idiotisch zu schauen, wer schuld ist und es ist so. Es ist eine Lebensrealität, die wir, glaube ich, nicht so schnell wieder aus der Welt bringen. Vielen Dank. Ich könnte noch stundenlang zuhören, aber wir teilen uns hier rein mit dem Blick durch Europa. Und jetzt freue ich mich, nach Belgien geben zu können, den nächsten Schwaben. Hallo Heinrich Heimlich. Jetzt ist der Ton da, oder? Jetzt ist der Ton da und das Bild sowieso. Wunderbar. Ja, hallo alle zusammen. Heinrich Heimlich, vielleicht muss ich ganz kurz was zu meiner Situation sagen. Ich bin Student aus Stuttgart, habe 88 den Abschluss gemacht in Stuttgart in der Schule, zusammen mit den Studenten der ersten Jahrgänge, mit Frank Söhne, mit Anne-Kathrin Glatt, mit Raphael, den wir nachher ja auch hören werden. Dann habe ich lange Theater gemacht und bin dann vor 25 Jahren dann... habe ich meine Frau kennengelernt in Belgien, bin dann nach Belgien hochgezogen und ich lebe in einem kleinen Teil von Belgien und zwar dem deutschsprachigen Teil. Das ist also wirklich eine Minderheit, nennt sich heutzutage Ostbelgien.
hat 77.000 Einwohner noch und hat aber auch eine ganz besondere Situation, da werde ich gleich nachher nochmal darauf zurückkommen. Also ich lebe seit ungefähr 25 Jahren dort und habe mich dort auch kulturell engagiert, habe mich verbunden mit einem hiesigen Kulturverein. Wir haben selbst einen Theaterverein gegründet, mache auch schon sehr lange dort ein kleines Figurentheaterfestival. Es gibt inzwischen ein Theaterhaus, auch einen alten Schlachthof gibt es ja in vielen Städten, in dem wir immer unsere Premieren zeigen, ob unsere Aufführungen zeigen. Also es funktioniert prima. Und jetzt will ich aber zuerst noch mal ganz kurz ausholen. Die meisten wissen das ja, dass in Belgien eben drei Landesteile sind, eben im Norden die Flamen, Flandern, und im Süden die Wallonie, französischsprachig, und die nicht gut miteinander klarkommen und die Regierungsbildung auch super, super, super schwierig ist. In Flandern auch jetzt gerade wirklich Krise war mit den Theatern, mit den freien Theatern. Alles, was irgendwie sehr frei war, wurde irgendwie zurückgekürzt. Also es ist sehr, sehr schwierig sowieso gewesen in Flandern. Ich bin jetzt nicht der Experte für ganz Belgien und die Kulturszene. Ich habe allerdings Kontakt mit Kollegen und habe da auch nochmal rumtelefoniert. Wie geht's euch eigentlich? Ich möchte gerne am Montag ein bisschen über euch berichten und habe dann auch manche Dinge erfahren, die ich nicht wusste. Es ist so allgemein anders als in Deutschland, dass in Belgien die Theater meistens auf einem Verein aufgebaut sind. Also es gibt keine kleinen One-Man-Theater, sondern da steht eigentlich immer ein Verein drunter. Und das hat auch etwas Gutes. Das hängt zusammen mit der Situation, dass es keine Stadttheater oder fast keine Stadttheater gibt, sondern eben in den Städten Kulturzentren existieren, eigentlich Bespieltheater. Und das hat zieht den Effekt mit sich, dass natürlich die freie Szene, es müssen ja Leute da sein, die dann da auch spielen können. Und deshalb ist eigentlich die freie Szene sehr gut subventioniert. Ja, damit man einfach Ensembles hat, die dann durch ganz Belgien reisen und ihre neue Produktionen zeigen. Das ist im Kindertheater auch so. Deshalb gibt es im belgischen Raum eigentlich, also vor allem in der Wallonie, relativ große Ensembles, die sich auch halten können, weil sie eben stark subventioniert werden. Ja? Und dann gibt es neben diesem subventionierten Theater noch ein paar Leute, die versuchen, so durchzukommen, ohne dass sie eben in dieser Subvention drin sind. Das ist aber äußerst schwierig. Das geht nur, wenn man sich einen guten Kundenstamm in den Schulen und den Kindergärten aufbaut. Aber die haben es natürlich eigentlich noch mal viel, viel schwerer als jetzt die subventionierten Theater. Jetzt ist es noch eine andere Sache als in Deutschland. Es gibt, anders als die Künstlersozialkasse, gibt es ein Künstlerstatut in Belgien. Das heißt, man bekommt das Statut, indem man beweist, dass man als Künstler tätig ist. Und man muss, um dieses Künstlerstatut zu behalten, auch so und so viele Verträge im Jahr haben. Also die Zahlen weiß ich jetzt nicht genau, ist auch nicht jetzt relevant. Aber man muss so und so oft einen Vertrag haben. Und dann kommt man in den Genuss der Arbeitslosenunterstützung. Das heißt, an den Tagen, an denen man keine Arbeit hat, nicht probt, nicht Aufführungen hat, kann man Arbeitslosengeld bekommen. Ähnlich wie die Franzosen das. Ja, das ist eine sehr gute Einrichtung und das werde ich auch nachher nochmal erzählen. Das hat viele Leute aufgefangen. Ja? Ja, also Künstler, die dieses Statut hatten, die waren dann natürlich automatisch arbeitslos und haben dann automatisch auch die Arbeitslosenunterstützung bekommen. Und was auch besonders ist, dass eben normalerweise bestimmte Regeln eben existieren, wann fliegt man raus, und dann haben sie gesagt, okay, die Zeit über von Corona, also sogar, glaube ich, bis Dezember gilt das noch, wird diese Zählung ausgesetzt. Das heißt, das ist wie eine ausgeklammerte Zeit, die bekommen ihre Arbeitslosenunterstützung und danach setzt das ganze Reglement wieder ein, dass man eben so und so viele Aufführungen auch Verträge haben muss. Also das weiß ich, dass das viele Spieler eigentlich gerettet hat, dass sie wenigstens ein bisschen hatten, und das ist relativ unkompliziert gewesen. Komplizierter war es dann wieder für mal ein oder zwei Aufführungen. Also das war dann
der Start ist so ein bisschen schwierig für viele zu sagen, wann gehen wir denn jetzt wieder rein, wann gehen wir aus der Arbeitslosigkeit raus, wann starten wir wieder richtig durch. Es ist manchmal dann ein bisschen kompliziert, nur wegen einer Aufführung, wo man sowieso nichts verdient, nur weil man dann selbst wieder das Theater ins Spiel bringen will und sich selbst wieder auf die Bühne bringen will, da dann dieses alles einzugehen, diese Formulare, das habe ich gehört bei vielen ein Problem. Also, das ist die eine Sache. Und dann auch zusammenhängend mit den Vereinen ist es so, dass viele auch angestellt sind in dem eigenen Verein. Also das Theater ist ein Verein und die Spieler sind dann selbst angestellt. Und da ist es eben auch so gelaufen, dass viele Angestellte, die eben quasi das Berufsverbot erhalten haben, nicht mehr spielen durften, nicht mehr arbeiten durften, dann automatisch auch in diese Arbeitslosenunterstützung kamen. Das war dann relativ unkompliziert. Und das kommt jetzt auch noch dazu, Sie haben das auch geöffnet für Leute, die eigentlich noch gar kein Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung hatten, zu sagen, komm, machen wir jetzt viel einfacher, dann könnt ihr alle auch da reingehen, dann werdet ihr da wenigstens aufgefangen. Ja? Also im Prinzip, es ist was da und das wurde auch genutzt. Es wurde teilweise natürlich auch Geld versprochen, was noch nicht angekommen ist. Also Kollegin aus Brüssel hat gesagt, die haben uns gesagt, das und das und das kommt auch noch. Aber da hat sie bisher noch von nichts gesehen. Aber im Prinzip kann man schon so allgemein belgienweit sagen, es gab zumindest, wenn man in diesen Systemen war, eine Grundausstattung doch für jeden zum Überleben. Ja. Jetzt der spezielle Fall bei uns in Ostbelgien ist nochmal ganz besonders, also weil es eine Minderheit ist, ist es ja auch nochmal, wie soll man sagen, nochmal ganz was anderes als in Gesamtbelgien. Und da ist es so, dass die Regierung wirklich kapiert hat, dass Kultur ein ganz wichtiger Bestandteil ist, um ein Gebiet attraktiv zu machen. Also klar, wie überall in ganz Europa, was ist das größte Problem? Fachkräftemangel. Und wenn man Fachkräfte haben will für die Wirtschaft, dann muss man die Region attraktiv machen. Und wie macht man die Region attraktiv? Indem man eben die medizinische Versorgung gut ist, dass die schulische Bildung gut ist und dass vor allem auch die Kultur ganz da ist. Denn wie kriegt ein hochdotierter Ingenieur seine Frau dazu, nach Ostbelgien zu ziehen, indem er ihm zeigt, du, da unsere Kinder können in eine super Schule gehen, Krankenhaus gibt es auch und wir können jedes Wochenende ausgehen und können tolle Sachen sehen und unsere Kinder können auch Musik und Instrumente lernen. Also das hat die Regierung wirklich kapiert und deshalb haben wir da wirklich eine besondere Situation. Es war tatsächlich so, dass die ganzen subventionierten Theater, zu denen wir auch gehören. Also seit 2016 leite ich als künstlerischer Leiter ein kleines Ensemble. Ich bin quasi beauftragt, ein junges Ensemble aufzubauen. Wir nennen uns FITE, das Figurentheater aus Ostbelgien. Mhm. Wir bekommen ausreichend Unterstützung. Und es lief tatsächlich so ab, dass ein paar Tage, nachdem da das mit Corona dann losging, sofort vom Ministerium die Anfragen bei den einzelnen Ensembles kam, wie geht's euch, was bedeutet das, lasst uns zusammensitzen. Es gab ein Treffen, alle haben gesagt, oh je, wie soll das jetzt gehen, wie sollen wir denn proben können, wie sollen wir überhaupt die Aufführung noch machen, was machen wir überhaupt. Also die haben sich wirklich von Anfang an, muss man schon lobend sagen, um uns gekümmert und haben sich Dinge überlegt, wie sie uns an der Arbeit, an der Stange halten können, dass wir da... Das Publikum fragt es nach, wird sozusagen das Puppentheater vermisst? Gibt es, merkt ihr das trotzdem sozusagen, die Nachfrage, ist die eingebrochen oder kriegt ihr jetzt immer noch Anfragen? Wie sieht es aus? Weihnachten werdet ihr sozusagen spielen? Ja, also es sieht so aus, noch ganz kurz, um das zu beenden, die Unterstützung des Ministeriums. Das Ministerium hat den Ensembles zugesagt, ihr bekommt eure Subventionen. Auch wenn ihr jetzt nicht spielen könnt, weil es besteht natürlich ein Vertrag zwischen den Ensembles und dem Kulturministerium, dass man so und so viel selbst leisten muss und dann eine Subvention dazu bekommt. Jetzt fällt der Eigenanteil komplett weg in diesen Monaten. Je nach Veranstalter oder Gruppe waren das richtig hohe Summen. Das Ministerium hat gesagt, bitte bleibt dran. Wenn das Geld bei euch nicht ausreicht, dann schickt die Leute in die Arbeitslosigkeit. Dann werden sie durch die andere Kasse bezahlt. Aber bleibt dran. Und wenn es wieder weitergeht, dann sollt ihr auch wieder dran arbeiten, dass ihr neue Stücke entwickelt. Also sie waren da wirklich bemüht.
Es ist so, dass wir eine Premiere im Dezember angelegt haben. Die wird auch stattfinden. Wir haben jetzt Anfang Oktober unser Figurentheaterfestival in Eupen. Das ist nur ein verlängertes Wochenende. Das werden wir auch machen. Jetzt vor ein paar Tagen gab es wieder neue Regelungen, dass man mit Sondergenehmigung auch mit 1 Meter Abstand im Publikum sitzen kann. Also das Problem war ja bisher, lohnt sich eine Veranstaltung überhaupt oder nicht? Wie kriegt man das überhaupt hin? Es wird jetzt so aussehen, dass wir diese Sondergenehmigung beantragen und dann können wir die Reihen Stück für Stück füllen. Das heißt, die Reihen haben 1 Meter Abstand und dann machen wir eine Bubble, eine Gruppe von Personen, die zusammenkommen, zusammen in die Reihe, dann 1 Meter Abstand, dann fängt die nächste Gruppe an und so kann man dann eigentlich sehr gut vorplanen, wie viele Menschen man ohne Gefährdung in eine Aufführung reinkriegt. Für uns ganz aktuell ist unheimlich viel ausgefallen. Wir haben dann noch ein paar kleine Versuche gemacht in Kindergärten, allerdings nur mit 10 Kindern oder weniger. Das fand ich ganz süß. Das war sehr persönlich, wie eine Privatfeier eigentlich mit Theateraufführung. Aber ist natürlich funktioniert auf Dauer überhaupt gar nicht, weil das ja in keinem Verhältnis steht. Also den Aufwand, den man betreibt und so wenig Kinder und dann auch für den Veranstalter die Finanzen, wie soll er das denn überhaupt tragen? Wir sind jetzt eingeladen im Oktober auf eine große Tournee in Schleswig-Holstein, Kindertheater des Monats. Mit dem Günther Schiemann habe ich da gesprochen. Er sagt, wir haben viele kleine Veranstalter, die könnten euch eigentlich gar nicht einladen, weil sie natürlich nicht für 20 Leute dann unser normales Honorar bezahlen können. Er hat sich bemüht um regionale Gelder, damit die kleinen Häuser quasi zu den Eigeneinnahmen, die sie machen, dann auch noch eine Subvention bekommen und dann quasi die einzelnen Gruppen auch ausbezahlen können. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Wie soll man sonst kleine Veranstalter irgendwie noch am Leben halten? Also im Prinzip, ich denke, ist das eine wichtige Sache, dass man die Veranstalter auch stützt, damit die Veranstalter auch die Theater einladen können. Sonst funktioniert es ja nicht mehr. Ja. Also das ist ein ganz großes Problem. Ich bin jetzt auch von der Aufführung in Holland angefragt worden. Das hört man jetzt öfters. Kannst du nicht einfach zweimal spielen für den Preis von einmal? Ja. Wir kriegen ja nicht mehr Leute rein. Das habe ich jetzt, mache ich ein paar Mal ausnahmsweise, aber auf Dauer ist das natürlich auch nicht möglich. Jetzt mit der Reihe in Schleswig-Holstein ist es so, da müssen wir uns, glaube ich, dran gewöhnen, wir werden keine garantierten Verträge mehr bekommen. Also es steht in dem Vertrag drin, wenn wegen Corona-Gründen das abgesagt werden muss, dann müssen wir einfach die Tour beenden, wir bekommen kein Ausfallhonorar. Das ist einfach der saure Apfel, in den wir beißen müssen. Aber wenn ich sehe, dass die Veranstalter alles möglich versuchen, dass sie wieder eine Veranstaltung in ihren kleinen Häusern auch teilweise organisiert bekommen und die Organisatoren versuchen, öffentliche Gelder noch dafür zu kriegen, dann tun wir natürlich auch unseren Teil dazu und sagen, das Risiko gehen wir ein, auch wenn es unter Umständen schief geht, wir starten die Tour und so wird es auch jetzt, auch die ganzen anderen Termine jetzt im Herbst. Okay, Heinrich, deine Zeit, ich mache ja hier sozusagen den Gerechtigkeitsmenschen, ist jetzt, also das finde ich ein super spannendes Thema, da können wir gleich alle nochmal drüber sprechen, wie verhält man sich dabei, wenn man eingeladen wird, für dasselbe Geld 2 Vorstellungen zu geben, vor kleinerem Auditorium. Es ist trotzdem doppelte Lebenszeit, aber da haben wir gleich noch Zeit zu sprechen. Jetzt schalte ich quasi nach Pforzheim. Ja, jetzt kommen wir sozusagen ins deutsche Figurentheater Kernland und Raphael Mürle, bitte. Ja, auch hallo an alle. Ich denke, ihr hört mich, ja? Ja, wunderbar, sehr gut. Ja. Wir sind hier in einem ganz tollen Bundesland. Also ich kann jetzt viele Sachen, höre ich jetzt, was da passiert überall. Wir in Baden-Württemberg und Bayern, glaube ich, ist es relativ vorbildlich gehandhabt worden, was Corona-Soforthilfe angeht und was auch die weitere Förderung oder verschiedene Programme, die sie aufgelegt haben, was wir da alles haben. Also ein großer Unterschied war gegenüber anderen Bundesländern, hauptsächlich auch bis hoch in den Norden, dass man hier nicht nur gesagt hat, wir ersetzen euch Unkosten, die ihr habt, weil es gibt ja
ich habe ein festes Haus, aber es gibt ja viele, die haben vielleicht bloß eine kleine Garage, wo alles drin ist. Die haben keine großen Nebenkosten mit Miete, mit Personal und so weiter. Ja, dann, wenn sie keine Unkosten nachweisen können, kriegen sie keinen Zuschuss. Und das hat man nach einer, zwei Wochen bemerkt, dass es unsinnig ist, das so zu machen, wenigstens hier in Baden-Württemberg und in Bayern. Man hat dann gesagt, also gut, wer jetzt eigentlich nicht wirklich richtig Unkosten nachweisen kann, der kriegt ein sogenanntes Unternehmergehalt. Das Unternehmergehalt war dann für einen Monat, also oder pro Monat 1.180 Euro. Das ist natürlich auch kein wirkliches, echtes Unternehmergehalt. Aber immerhin, also Leute, die jetzt einfach in die Bredouille kamen, sagen, oh, so viele Nebenkosten, Unkosten habe ich nicht. Die konnte wenigstens sagen, also gut, dann will ich jetzt für 3 Monate das Unternehmergehalt. Das war also April, Mai, Juni. Und es wurde jetzt nochmal verjüngert, Juli, August, September. Und ab jetzt gibt es dann noch die Möglichkeit, das muss dann aber ein Steuerberater machen, da auch nochmal Gelder zu akquirieren vom Staat, nämlich bis Ende Dezember. Und dieses Unternehmergehalt hat auch vielen jetzt auch nochmal geholfen hier. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, hier in Baden-Württemberg haben wir das große Glück, dass die Staatssekretärin Olschowski heißt, die aus der Basis kommt. Die war früher, also damals, wo wir da studiert haben, noch in Stuttgart, 80er Jahre, 90er, Anfang 90er, war die Leiterin von der Kunststiftung Baden-Württemberg. Also die kennt, wie Maler, wie Zeichner, wie bildende Künstler arbeiten, wie Theater arbeiten. Die hat ja auch Stipendien für Abgänger von der Hochschule für Figurentheater auch unterstützt in den ersten Jahren. Also die wusste genau, wie es uns geht, was wir für Probleme haben, was wir für Kosten, Unkosten und so weiter haben. Und da gab es wirklich, wir sind ja hier in Baden-Württemberg, die 15 Figurentheaterhäuser haben sich ja vernetzt, haben sich zusammengeschlossen. Und da gab es wirklich alle 2-3 Wochen Telefonkonferenzen mit der Staatssekretärin Olschowski. Also das war sehr toll. Und wir können unsere Probleme sagen und wie sie uns vielleicht helfen kann, wie sie nochmal an das, ich glaube, Sozialministerium zuständig für die ganzen Bestimmungen. Gucken Sie mal, wenn wir das und das noch und helfen Sie uns und so weiter. Also das war wirklich sehr vorbildlich. Aber auch, weil eine Frau oben an der Spitze steht, die aus der Praxis kommt. Das war für Baden-Württemberg einfach ein Glücksfall. Ja. Also es gab dann dieses Corona-Soforthilfe und es gab sofort dann ab Juni konnten wir für den Kultursommer, also es war ein Programm Kultursommer, jetzt gibt es ein neues Programm Kultur trotz Abstand. Ich habe gehört, haben viele, viele Kollegen, Kolleginnen, Häuser, Institutionen haben da Gelder bekommen. Wenn es beim einen Programm nicht geklappt hat, hat man beim anderen nochmal probiert, hat da was bekommen. Und so konnten wir im Sommer tatsächlich starten. Wir wären jetzt im Sommer, unser Haus wäre im Sommer eigentlich zu gewesen, aber wir hatten noch eine Regiearbeit in der Pipeline und wir hatten 1-2 Open-Air-Geschichten, die wir eigentlich gerne machen wollten. Gut, wir machen jetzt Kultursommer und haben wirklich jetzt trainieren können, so ein bisschen für den Herbst. Wir konnten jetzt Indoor, haben wir 6 Vorstellungen gegeben und 4 haben wir Open Air gegeben. Mit den ganzen Sitzplatzzuweisungen und jede zweite Reihe nur besetzen und so weiter. Und das war eigentlich schon mal ganz nett, das jetzt schon mal zu versuchen, was da für Probleme vielleicht auftauchen. Wie fühlte sich das an, jetzt mal sozusagen als Spieler, diese Distanz, diese ja, das aufgeteilte Publikum? Also einmal war ich ja Regisseur und konnte dann ganz hinten beobachten, was machen jetzt die Kinder und so. Und es war einfach nach so einem Lockdown im Juli, es war so befreiend, wo die Kinder da vorne gelacht haben und auch hinten und reagiert haben, zwischenagiert haben. Auch hinten hat dann jemand zu dem Kind nach vorne geschrien, nein, du musst es so und so sehen. Und also es war einfach wieder großartig, wie die Kinder sofort eingestiegen sind. Und ich fand es auch, das ist klar, das ist eine Vorstellung, wo nur ein Drittel besetzt ist, aber ich fand es nicht unangenehm, wenn die Leute so verteilt waren. Ich fand es auch ein bisschen nett, die Familien sind jetzt zusammengesessen, die Kinder waren da dabei und es gab dann trotzdem Kommunikation bis in die letzte Reihe hinten und wieder zurück. Es gab ja hier vielleicht eine kleine Schlenke, es gab so natürlich auch hier im Süden, ich weiß nicht, wie es im Norden war, sehr viel gleich Aktionen von wegen
Comedy im Autokino-Format und ja. Livestream müssen wir jetzt machen und so. Und da hieß immer, ja, Herr Mölle, und das könnte ich Sie doch auch machen. Ich habe immer gesagt, ey, ich spiele nicht durch Windschutzscheiben durch und ich will nicht, dass die Kinder vor Bildschirmen sitzen. Ja. Das hat man jetzt dann schnell eigentlich wieder begriffen, nachdem es losging und auch Journalisten drin waren und gesagt, ja, das ist nicht total anders, das verstehen wir, das geht ja gar nicht irgendwie per Videokonferenz oder per Großbildschirm. Ja. Also das war dann irgendwie, Gott sei Dank, schnell vom Tisch, glaube ich. Und wir müssen jetzt einfach versuchen, da durchzukommen. Ich muss sagen, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich ein festes Haus habe, weil ich würde, im Moment hätte ich überhaupt praktisch kein Gastspiel irgendwo. Also Leute, die jetzt kein Haus haben und irgendwie gucken müssen, wo könnte ich denn unterkommen, das ist praktisch fatal. Das ist wirklich grausam, weil es fast keine Möglichkeiten gibt. Und ich sehe jetzt auch schon, ich müsste ja jetzt Verträge machen für März, April, Mai, da tut sich gar nichts, null. Also, ja, die Festival, die es jetzt gab, von März bis September, die werden jetzt sagen, nächstes Jahr laden wir einfach die vom letzten Jahr ein, die wir ja verschieben mussten. Also bis das sich wieder so ganz normalisiert, das wird lange dauern. Also ich glaube, dass der Herbst noch einigermaßen so läuft für uns Festehäuser, aber auch vielleicht für eine Versuchung auch natürlich, ich habe gleich im Sommer gesagt, hey, ich will das Geld nicht alleine, ich hole mir auch noch Gastbühnen her. Mhm. Ich habe bloß selber vier Vorstellungen gespielt von den 10. Ich wollte einfach auch die umliegenden freien Theater da noch ein bisschen mit unterstützen. Ja, und das ist, glaube ich, das Frühjahr wird uns noch sehr viel mehr zu schaffen machen wahrscheinlich. Und wir wissen natürlich, im Moment war viel mit draußen und so. Ich glaube, junge Familien haben auch kein Problem, in einen geschlossenen Raum zu gehen. Die sind jung und die Kinder sind noch ganz viel jünger. Ich glaube, das Problem ist im Abendprogramm, da haben wir doch natürlich auch oft 50, 60 plus an Zuschauern, werde wahrscheinlich fernbleiben. Also da müssen wir jetzt einfach mal gucken, die Angst zu nehmen. Nein, ihr sitzt 1,5 Meter auseinander, keine Angst, wir haben eine Lüftung, es wird alles desinfiziert, ihr geht vorne rein und hinten zum Notausgang wieder raus und so weiter. Da muss man, glaube ich, einfach die Angst nehmen. Das war, glaube ich, das große Problem hier in Deutschland. Die Nachrichten und die nachfolgende Sendung war immer voll mit Angst und mit Corona und der stirbt und jene und wir gucken nach Italien und wir gucken dort in die grauslichen Bilder. Man muss versuchen, den Leuten die Angst ein bisschen zu nehmen. Wir sagen immer noch hier in Deutschland, vor 2 Jahren, Influenza hat 25.000 Tote gebracht, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Und wir sind jetzt bei 9.000 hier in Deutschland Corona. Also wir sind noch lange nicht bei den Zahlen bei Influenza. Also man muss manchmal auch den Ball ein bisschen flach halten. Natürlich gucken wir sehr interessiert nach Salzburg. Österreich darf jetzt mit einem Meter das machen. Das hieße, wir können jede Reihe besetzen, was Heinrich auch schon gesagt hat. Und das ist ein bisschen schade. Wir sind jetzt bei 1,50 und kriegen in einen Raum mit 100 Sitzplätzen gerade 15 Paare rein, also 30 Personen, wenn sie wirklich paarweise kommen. Ich bin ja auch in einem Haus drin, wo noch Amateure drin sind. Und Unima ist ja beides. Ich wurde wirklich beauftragt, auch nochmal den Aspekt der Amateure hier so ein bisschen kundzutun. Und da gibt es natürlich schwere Probleme, natürlich auch von einzelnen Häusern im Profibereich. Ich nenne jetzt mal Düsseldorfer Modern Theater. Die haben natürlich das Problem, dass 4, 5 Leute oben auf der Spielerbrücke dicht nebeneinander stehen. Nach den heutigen Richtlinien, vor allem Arbeitsschutztechnik, nicht spielen. Die dürfen einfach wirklich gar nicht spielen. Also hurra, die Einzelspieler, die dürfen ran. Aber Zweier, Dreier, also ich habe hier auch eine Produktion verschoben und gesagt, das können wir jetzt nicht machen. Vor allem, wenn wir Landesgelder kriegen, müssen wir uns wirklich streng dran halten. Wir stehen da zu zweit auf der Bühne und sind 50 Zentimeter auseinander. Das geht nicht. Wir könnten zwar mit Maske spielen, weil wir nicht sprechen, aber ja, wir haben gesagt,
besser. Also die Produktion machen wir nicht. Wir müssen jetzt einfach, dürfen dann nur Einzelgeschichten machen oder mit Live-Musik daneben dran. Und da haben wir natürlich die Amateure hauptsächlich, da ist ja selten, dass es Solospieler gibt, die haben ja die Stärke, dass sie dann zu dritt, zu viert, zu fünft was machen können. Hier die Marnette-Bühne hier in Pforzheim, die hat ja 4, 5 Spieler, dann 10 Sprecher unten dran, dann noch 2 Techniker. Also man muss sich vorstellen, 15 Leute hinter der Bühne auf der Spielerbrücke, die jammern halt schwer gerade, die können eigentlich nicht einmal proben. Was die jetzt Ende des Monats das erste Mal machen, ist eine Sprecherprobe, schön weit auseinandergesetzt im Saal. Also das ist tatsächlich noch ein großes Problem. Und das betrifft auch sicherlich so eine Augsburger Puppenkiste oder Düsseldorfer Marlentheater jammert schwer zum Beispiel. Können einfach eigentlich nicht spielen. Was habe ich noch? Also Kindergärten, Schulen, da haben wir jetzt tatsächlich so die ersten Versuche. Wir haben ja erst jetzt seit heute erster Schultag wieder in Baden-Württemberg. Wir sind die letzten hier in der Bundesrepublik, ich glaube mit Bayern. Da heißt es jetzt schon bei den Kindergärten, ja, unser Chef verbietet, dass die Kinder Bus fahren. Wir werden wohl, so wie es aussieht im Moment, praktisch keine Kindergärten ins Theater kriegen, wenn sie nicht gerade fußläufig reinkommen. Ähnlich mit Schulen war es ja, da gab es ja einen Erlass, Schüler dürfen keinen Schulunterricht außerhalb erfahren. Das hieß, die dürfen keine Veranstaltungen außerhalb des Schulgebäudes haben. Da muss ich jetzt noch hören, was da jetzt passiert. Aber da haben wir es schon tatsächlich auch so ein bisschen Problem. Wie kriegen wir denn die Kinder eigentlich jetzt mit gruppenweise dann überhaupt ins Haus? Und wir haben jetzt eine Anfrage gestartet, ob wir denn hinten einen Kindergarten setzen dürfen und 2 Reihen Abstand und vorne dann den zweiten oder so. Keine Ahnung, ob das genehmigt wird. Gut. Und mir alles verdammt bekannt vor. Gut, jetzt haben wir die Frau Susanne Lebherz. Lebherz, danke. Jetzt ist nicht erschienen, wir sind aber trotzdem noch gut in der Zeit. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit gelassen mit den einzelnen Beiträgen, sodass wir jetzt unseren Schlussmann aufrufen können. Markus Dorner. Genau, hallo nach Bad Kreuznach. Nach Neustadt an der Weinstraße, genau. Marco, super. Oh. Hallo, Margit. Grüezi wohl. Das ist ja schön. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin ja vielleicht eingeladen, weil ich beide Lager kenne. Das eine, das freischaffende Theater und das andere als Museumsleiter im Puppentheatermuseum. Und da kann ich schon mal vorausschicken, dass ich nochmal die Erfahrung bei der Stadtverwaltung in Bad Kreuznach als Museumsleiter gemacht habe, dass keiner, der ein festes Gehalt bezieht, kann sich in die Lage eines Freischaffenden oder einer Freischaffenden hineinversetzen. Da liegt das Grundproblem. Kein Beamter, kein städtischer Angestellter versteht das. Ich habe zum Beispiel als Museumsleiter einer Kollegin, die engagiert war im Puppentheatermuseum, die 2 Kinder hat, getrennt lebt, in einer Wohnung eine Anzahlung gegeben für das verschobene Gastspiel auf nächstes Jahr und musste dann zum Stadtkämmerer der Stadt Bad Kreuznach gehen und antanzen, weil er gesagt hat, es ist nicht möglich, dass für eine nicht erbrachte Leistung eine Vorauszahlung gemacht wird. Also diese Leute können sich da nicht hineinversetzen. Ich möchte aber eher persönlich beginnen als Puppenspieler und als Familienvater, denn ich habe am Anfang gedacht, das Schlimmste für mich wird sein, wie wird das mit den Finanzen? Wie ist das mit dem Geld? Und ich merke jetzt mit der Zeit, das ist natürlich ein Problem, aber es ist nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem sind die Nachrichten, die ich jeden Tag sehen muss. Mein Hauptproblem sind die Nerven und mein Hauptproblem sind die Emotionen und wie geht es meinen Kindern zum Beispiel. Also das hat sich bei mir verschoben. Es ist nicht eigentlich dass die Frage nach dem täglichen Einnahmen, natürlich ist das auch sehr wichtig, aber ich habe eher so Angst allgemein um die Welt. Aber wenn ich dann zum Beispiel die Margit Gesin hier reden höre, dann kriege ich auch wieder Mut. Ja?
Und da wir ja bei der UNIMA sind, erinnere ich mich daran, dass wir jetzt gemeinsam zum Beispiel mal in Pakistan waren. Und jetzt stellte sich mich gerade die Frage, werden wir das nochmal erleben, Margit? Wird es diese Zeit geben, dass ein Puppenspieler aus Deutschland sich mit einer Figurenspielerin aus der Schweiz in Pakistan auf einem Festival treffen wird? Man weiß es nicht. Ich nicht. Ich glaube. Auf meinem Klo jedenfalls liegt seit der Corona-Zeit das Buch von Fritz Lese. Das heißt, kann man denn davon leben? Da habe ich immer wieder mal drin geblättert und habe erfahren, ja, was waren die Gedanken von Fritz und Elfriede Lese nach dem Zweiten Weltkrieg, ja? Wie sie mit einem Fahrrad zu zweit zum Gastspiel gefahren sind. Und das hat mich auch irgendwie getröstet. Heute hatte ich mal das erste Mal ein Gastspiel in einem Seniorenheim, draußen im Garten. Wir hatten ja hier in Rheinland-Pfalz sehr viele Fälle, auch viele Todesfälle, weil wir nah am Elsass sind. Und gerade in diesem Seniorenheim, wo ich heute gespielt habe, gab es 3 Todesfälle. Und eine Person ist auch aus dem Fenster gesprungen, vom Balkon, aus Verzweiflung, weil sie alle eingeschlossen waren über Monate. Und da habe ich heute Nachmittag gespielt und letzte Woche. Und eine der Szenen, die ich gespielt habe, war Tevje, der Milchmann aus Anatevka. Und sein erster Satz tatsächlich von Tevje ist, Herr, schick uns die Medizin, die Krankheit haben wir schon. Da habe ich mich gefreut. Zu dem Beruf des Puppenspielers. Natürlich war ich auch verzweifelt und höre nicht gerne die Einschätzung, dass man nicht systemrelevant ist. Aber ich finde es auch keine Schande, vielleicht eine Zeit lang mal was anderes zu machen. Zum Beispiel meine Frau geht jetzt für einen Monat hier in den Weinberg, das wollte sie immer schon mal machen, zur Traubenlese, zum Herbsten. Und das ist auch eine sehr schöne Erfahrung. Und dann kann man im Oktober wieder im Theater einsteigen. Also ich denke, auch das sollte nicht verwerflich sein. Wir sind hier in Rheinland-Pfalz. Das ist nicht ganz so vorbildlich. Ja, du warst auch schon im Weinberg. Sehr gut, Raphael. Herbsten. Wir sind in Rheinland-Pfalz nicht so vorbildlich natürlich wie in Baden-Württemberg, aber auch das Land Rheinland-Pfalz hat 6 Fördermodelle, Fokus 6. Das haben wir auch genutzt und die Kolleginnen und Kollegen. Aber das Allerschönste war eigentlich, dass die Stadt Neustadt, das ist eine ganz normale kleine Stadt, die hat, ohne dass die freien Künstler danach gefragt haben, allen freischaffenden Künstlern, egal aus welcher Richtung sie kommen, von sich aus im ersten Schock 750 Euro überwiesen. Und das fand ich als Geste, natürlich kann man von 750 Euro nicht leben, aber es war einfach toll, dass man eine Stadt erlebt, denen das klar ist, denen das bewusst ist. Hier leben freischaffende Künstler, wir wollen uns melden und geben allen 750 Euro. Das ist, war mir genauso viel wert wie 2000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz. Oder zur ersten Kindervorstellung kam unser Bürgermeister von unserem Ort. Wir haben ca. 2000 Einwohner. Und der älteste Sohn, der ist 14 Jahre alt, der musste mit. Der wurde ins Kindertheater geschleppt. Und das war eigentlich das zweitschönste Erlebnis, dass der nach der Vorstellung gesagt hat, der ist schon in der 7. Klasse im Gymnasium, ja, es war doch schön. Es war ein schöner Nachmittag. Ja, und auch das ist mindestens genauso viel wert wie 2000 Euro vom Land Rheinland-Pfalz. Aber ich wünsche natürlich allen Freischaffenden alles Gute und dass es irgendwie weitergeht. Ich würde jetzt dann zu meiner zweiten Arbeitsstelle kommen, zum Museum für Puppentheaterkultur der Stadt Bad Kreuznach. Da liegt die Sache etwas anders. Das ist ja eine städtische Einrichtung, eine kommunale Einrichtung mit Landesförderung. Da habe ich im Shutdown als Museumsleiter einfach mal erstmal Dinge gemacht, zu denen ich nie Zeit hatte. Ich habe zum Beispiel alte Klappmetamorphosen des Sächsischen Wandermarionettentheaters. Das sind so Verwandlungsfiguren aus Pappe, die sind über 100 Jahre alt. Die lagen schon seit Jahren bei uns im Depot und die habe ich dann zu Hause bei uns in der Garage aufgeschnürt und eine Spieldose angemacht und habe die durchs Facebook-Bild laufen lassen und sich verwandeln lassen. Und meine Tochter hat es gefilmt. Solche Dinge habe ich gemacht. Dann wurde das Museum wieder eröffnet und in ein Museum kommen die Leute ja sehr gerne, denn sie können den Abstand halten. Das ist eine ganz andere Sache wie im Theater.
Da sind die sehr entspannt. Sie gehen durchs Museum mit Maske. Sie können den Abstand regulieren und können das Puppentheatermuseum genießen. Aber ich wollte da natürlich auch mit Veranstaltungen anfangen und habe versucht, für alle Puppenspielerinnen und Puppenspieler, die einen Vertrag mit dem Puppentheatermuseum in Bad Kreuznach hatten, eine Lösung zu finden. Die einen spielten Open Air, die anderen für kleine Gruppen, die anderen wurden verschoben, wie schon erwähnt, und ich habe versucht, einen Vorschuss durchzuboxen. Und auch das Festival läuft. Also das Marionettenfestival läuft und geht weiter. Allerdings kann zum Beispiel so eine internationale Zusammenarbeit zwischen dem Prager Marionettentheater und dem Salzburger Marionettentheater, meinem Kollegen Bernd Lang und mir, das kann zurzeit nicht stattfinden, denn wir können nicht zueinander kommen. Die Tschechen hätten am Anfang gar nicht ausreisen dürfen. Also das findet nicht statt und das ist ähnlich wie mit Pakistan und der Market gesehen. Und ich träume davon, ja, wann kommt die Zeit, dass das wieder sein wird, dass ich Market sehen kann in einem Zelt, wo sie für 100 pakistanische Männer spielt und sie sitzen da wie die Ölgötzen und lassen sich von einer Frau theatermäßig sagen, wo es lang geht. Das waren jetzt meine Statements. Mehr kann ich nicht sagen. Ich gucke noch mal schräg auf meinen Zettel. Ah, noch eins. Noch mal zurück zum Dornereitheater. Ich habe mit Elen, meiner Frau, vor einem halben Jahr für einen kleinen Veranstalter in Luxemburg gespielt. Der hat sehr schlecht bezahlt. Aber es war sehr schön. Und dann hat mich ein berühmter deutscher Puppenspieler angerufen, hat mich geschimpft. Markus, wie kannst du für diesen Veranstalter spielen? Der zahlt so schlecht. Das ist unmöglich, du machst alle Preise kaputt. Und ich sage euch was, das war der einzige Veranstalter, der angerufen hat aus Luxemburg und gesagt hat, ihr könnt ein Stück von euch aufnehmen mit eurem Handy, schickt uns das, wir senden das und ich bezahle das. Das war auch eine schöne Erfahrung. Also ich liebe diese Überraschungen. Es gibt ja auch schöne Dinge, die passieren. Und die schönen Dinge, die momentan passieren, sind noch viel schöner, als sie normalerweise sind. Ein gutes Essen, ein schöner Spaziergang, ein kleines Theaterstück mit Figuren. Natürlich sind auch die schlechten Dinge schlechter. Aber so ist es. Dankeschön, wunderbar. Ja, also da gibt es einige gemeinsame Punkte. Also zum Beispiel, dass natürlich auch das viele Streamen die Diskussion ein für alle Mal beendet hat, dass quasi das Fernsehen und die leibliche Anwesenheit im Theater einfach überhaupt nicht dasselbe sind. Dass die Leute doch sich versammeln wollen, dass sie gemeinsam den Atem haben wollen, dass sie lachen oder wie sozusagen der Schrecken oder die Freude durchs Kinderpublikum läuft. Das geht einfach vor dem Schirm nicht. Also das müssen wir uns gar nicht wieder anhören. Und ich freue mich auch, also ich kann es auch von Leipzig nur kurz zusammenfassen, dass wirklich qualifizierte Leute auch in den Kulturbehörden sind. Also ich habe jetzt doch auch viele Beispiele außer aus Österreich und der Schweiz gehört, dass wir doch über die lange Zeit die Arbeit nicht umsonst getan war und da Leute oben sitzen haben, die uns verstehen. Und das andere ist, das wollte ich jetzt nochmal sozusagen hier in die deutsche Runde werfen, die German Angst. Ja, die Angst, die immer unser Publikum begreift, die Kinder nicht so sehr. Einerseits schützt die Angst, ich glaube schon, die Angst hat auch dafür gesorgt, dass es bei uns im deutschen Raum nicht ganz so viel ist mit den Infektionen. Aber sie macht es schwer, dass die Kinder, dass die Erwachsenen, dass das Publikum, auch gerade sozusagen die älteren Damen, die die Kultur tragen, die 50-, 60-Jährigen, wieder zurück in die Zuschauerreihen finden. Wie kann das Puppentheater, das Figurentheater mit der Angst umgehen? Die Angst des Publikums, habt ihr da schon Erfahrungen gemacht? Cordula, du musst dich selber freischalten. Ja, ich schalte mich frei. Also Ich mache ja nicht nur das Festival in Mistelbach und gehe selber auch auf Gastspiel, sondern wir haben auch seit einem guten halben Jahr ein Kulturhaus übernommen am Stetten als Verein. Und wir hatten gleich einmal auch uns gesagt, wir machen Veranstaltungen. Natürlich ist es sehr gemischt. Ich bin für den Kinder- und Jugendtheaterbereich verantwortlich. Es gibt Kabarett, es gibt Musikveranstaltungen. Es ist so ein bisschen genannt das Wohnzimmer von Amstetten. Und wir haben gleich mit Veranstaltungen begonnen, auch aller Couleur,
wo auch natürlich mein Monatsprogramm stattfand. Da mache ich natürlich jeden ersten Sonntag im Monat auch ein Puppentheater für Familien. Aber ich konnte mir einen ganz guten Überblick verschaffen. Also die ältere Generation, die mittlere Generation und das Familienpublikum. Und ja, also ich sag mal so, in Österreich hat man noch nicht so viel Angst. Also was ich festgestellt habe, ist, in Mistelbach, das sage ich auch immer, wenn ich da zum Kulturamt fahre, ihr seid in einem Paralleluniversum, da denkst du, die Leute, die kommen so dicht aufeinander, da, was ist hier los? Ich komme aus der Welt, ich komme aus Wien, da wird ganz anders gespielt, da musst du Abstand halten, dies und das. Und da auf einmal in Niederösterreich, bumm, da konnten Theaterproben stattfinden, da mussten sie dann alle Woche mal einen Corona-Test machen, aber sie haben ganz dicht geprobt und sind aber trotzdem abends wieder in ihre Familien gefahren, ja? Also da gab es so ein paar Sommertheater, doch noch, schnell durchgeboxt, ne? Haus sieht toll aus, ne? Ich finde das total unverantwortlich. Aber wie gesagt, bei uns geht es immer so hin und her. Mal wird Angst gemacht und dann ist wieder keine Angst, ja? Und so ist es auch gemischt, es ist total gemischt. Dann kommen wieder Leute, die sind sehr ängstlich, aber was ich erfahren habe, ist, wir sind sehr freundlich, wir gehen sehr höflich mit diesen merkwürdigen Regeln um, aber wir versuchen eigentlich am Eingang schon die Angst zu nehmen, ja? Also dadurch, dass sie ja auch platziert werden, du kannst die Leute ja auch nicht mehr so mit freien Tickets, sondern du musst ja die Plätze vorher verkaufen, ihnen genau sagen, wo sie sitzen. Das braucht schon ein bisschen mehr Zeit für den Einlass. Aber sag mal so, nettes Wort, qualitativ gute Kunst, und das machen die Figuren, Theaterspieler ja. Ich denke mal, dass man ihnen dann auch die Angst nehmen kann. Was natürlich die Politik da angerichtet hat, das wird noch auf Jahre Auswirkungen haben. Ja? Weil bei uns wird immer so der gute Korb und der schlechte Korb gespielt. Der Grüne ist der Gesundheitsminister, der macht das immer gemäßigt. Und der Bundeskanzler ist dann so in seiner allgemeinen Alleingewalt, macht er dann alles wieder kaputt. Und so würde ich auch die Situation woanders einschätzen. Also manchmal sind die Leute eben sehr, ja, so leichtsinnig unterwegs und dann wieder absolut ängstlich. Ja? Also was dazwischen findet man selten. Margit Gesin, als Weißhaarige, wie kann man dem Publikum die Angst verscheuchen? Ich glaube, dass man sich selber gar nicht hat. Weißt du? Also ich habe jetzt, obwohl ich ja eine sehr alte Spielerin bin und zu den Risikogruppen gehöre, denke ich, man muss mal sterben, und wenn es halt an dem ist, dann ist es halt das. Okay. Ja. Ich bin jeden Tag eine Stunde im kalten Wasser und darum habe ich überhaupt keine Angst. Ja. Ich finde auch, die Zuschauer sind nicht allzu ängstlich. Die meisten haben einfach Angst, weil bei uns muss man eine Buße bezahlen. Also die Veranstalter, oder? Du musst irgendwie 1.500 Franken bezahlen, wenn du irgendwo ohne Schutz stehst, oder wenn es heißt, im Theater müssen diese Mundschutze getragen werden, du machst das nicht, dann können sie das Theater sofort schließen. Und das ist eben ein bisschen ähnlich, wie die Cordula gesagt hat, es ändert die ganze Zeit. Wir haben zwar einen sehr guten Kulturminister in der Schweiz, also einen sehr, sehr guten, aber der ist vollkommen abhängig von diesen Schutzregeln, die wir haben, oder? Und redet auch die ganze Zeit etwas anderes. Einmal ist das gefährlich, dann ist das wieder nicht gefährlich. Und irgendwie musst du selber einen Weg suchen, wo du sein willst, ob es jetzt im Theater ist oder nicht. Und also ich finde eigentlich, die Theaterleute haben es gut drauf, viel Abstand zu halten zu den Menschen. Die Trainings, sie sind halt nicht so gut möglich. Also wir haben jetzt eine Gruppe Studenten jetzt losgelassen, 3 Monate zu spät, weil wir eigentlich nicht proben konnten in dieser Ausbildung. Das haben wir jetzt letzten Sonntag gemacht, haben immer nur eine Gruppe ins Theater nehmen können, die dann geprobt hat, 3 Leute, immer viel Abstand. Also ich finde, die Arbeitsbedingungen mit Gruppen sind ganz schwierig. Ja, das ist fast nicht möglich. Ja. Aber ja. Also ich persönlich habe keine große Angst.
Aber jetzt würde mich mal interessieren, Markus Dorner, die Theaterhistorie, was die dazu sagt, die Puppentheaterhistorie. Ich meine, immerhin haben sich die Puppentheater, waren oft die Soldaten mit dem einen abgeschossenen Bein oder die unliebsamen Lehrer, sind nach Pest und Krieg immer wieder aufgestanden und als Solospieler quasi in die Hinterhöfe gegangen. Also im Prinzip hat ja unsere Kunstform eine lange Tradition des Wieder-sich-Berappelns. Ja, ich erinnere da zum Beispiel an Familie Dombrowski. Also der Dombrowski-Urahn war ein Schweizer Trampolinspringer, der sich beim Trampolinspringen den Arm verletzt hat und hatte dann nur noch einen Arm. Und deswegen wurde der Marionettenspieler. Mhm. Ja, und wenn der Kurt Dombrowski die alten Marionetten vorgeführt hat, gab es oben am Führungskreuz eine Einkerbung. Und da hat er mir erklärt, es kommt daher, dass sein Vorfahr mit den Zähnen das Führungskreuz festgehalten hat und mit der anderen Hand die Marionette geführt hat. So, finde ich, können Puppenspielerinnen und Puppenspieler sein. Ob das in der Corona-Krise auch hilft, irgendwo reinzubeißen, das weiß ich nicht, aber vielleicht. Aber ich glaube jetzt mal ernsthaft gesagt, ich glaube doch, dass das Komödiantentum wieder gefragt sein wird. Also das, was auch Margit vorhin gesagt hat. Ich meine das in diesem Sinne, dass sie zum Beispiel sagt, ich setze mich wohin und mache einfach Theater ohne großes Aufsehen, dass jetzt hier Theater stattfindet. Ich gehe einen Schritt auf das Publikum zu. Oder ganz praktisch gesehen, es wird nicht so sein, dass jetzt jeder Puppenspieler und Puppenspielerin sagen kann, ich kann jetzt hier nicht spielen, weil es ist nicht ganz verdunkelt, weil die Fenster müssen aufgemacht werden, damit die Luft zirkuliert. Also das sind Dinge, die unser Komödiantentum wieder hervorrufen müssen, glaube ich. Theaterhistorisch, so würde ich das jetzt einordnen. Ich weiß nicht, ob die Frage so gemeint war. Ja, ja. Aber immer an das Führungskreuz mit der Bisskante denken und in diese Richtung überlegen. Jetzt noch mal ernsthaft wollte ich noch was sagen zur UNIMA an sich. Ein Problem ist natürlich, was der Raphael gesagt hat, wenn keine Schul- und Kindergartenvorstellungen auf lange Zeit stattfinden, erreichen wir leider nur die gebildeten Familien und Eltern, die Wert darauf legen, dass ihre Kinder ins Theater gehen. Und das ist das Problem. Die Schere bei den Familien wird immer weiter auseinandergehen und dafür ist das Theater nur ein kleines Beispiel. Ja, und das fällt mir auf jetzt bei unseren Dornerei-Kindertheatervorstellungen. Natürlich kommen Familien, aber das sind eben die, wo die Eltern Wert drauf legen. Und die, wo nicht Wert drauf legen, die fallen durch den Rost. Und da würde ich vielleicht als Organisation nochmal versuchen, da nochmal Energie reinzulegen. Wie erreicht man oder wir auch diese Familien, diese Kinder, die wir normalerweise in den geschlossenen Vorstellungen erreichen? Mhm. Ja, Heinrich, hast du da Erfahrungen in Belgien? Wie kommt ihr sozusagen, ihr habt ja sozusagen da einen wirklich treusorgenden Staat und auch eine in euch geneigte Regierung. Wie kommt ihr an die Kinder? Nee, ach du? Ah, jetzt, okay, sorry, ja. Ja, die Schulen sind ja bemüht, den Regelbetrieb wieder aufzunehmen. Und es ging ja oft um die Bubbles, dass man eben zeitlang die Klassen gar nicht miteinander mischen durfte. Die Schulen quasi getrennt in den Schulhof gehen, die Klassen. Die neue Bestimmung ist diese, dass in der Sekundarstufe, also die höheren Klassen, dass da niemand in die Schule rein darf. Also die werden gar keine Kultur erleben, die werden nicht irgendwo hinfahren, da wird auch niemand in die Schulen kommen, aber im Kindergarten und in der Grundschule wohl. Im belgischen System ist das meistens in einem Haus, von Kindergarten von 3 Jahren an bis zur 6. Grundschulklasse, also bis 12 Jahre, ist alles in einem. Und das macht es dann auch einfacher. Es ist das Ganztagesschulsystem. Da ist es auch schon viel üblicher, es gibt einen Essraum, es ist alles eigentlich sehr üblich, dass die Theater da hinkommen. Also alle sind bemüht, das wieder ans Laufen zu bringen. Wer nachher schließlich und endlich die Verantwortung übernimmt, ist immer ein bisschen ein Problem. Eigentlich muss es der Bürgermeister oder der Schulleiter oder die Schulleiterin beschließen, ob das stattfindet. Aber eigentlich ist es möglich. Und bei uns in Ostbelgien wieder Sonderfall,
Es gibt vom Ministerium extra eine Spielreihe, dass die Schulen sich was aussuchen dürfen und das wird vom Ministerium bezahlt und wir fahren dann in die Schulen. Mhm. Also das wird auch unterstützt, dass das wirklich an jeden herangetragen wird. Ja, aber das ist natürlich für uns, auch hier Ruth hört ja auch mit, für die Uni mal gut zu hören, was es da für Modelle gibt, die wir sozusagen hier auch nach Deutschland holen können. Weil ich glaube schon, es ist ein Bewusstsein dafür da, dass Schule wichtig ist und dass die Kinder sozusagen nicht die größte Narbe von der Sache davontragen. Und wir arbeiten da ja daran, das Figurentheater und Schule zusammenzubringen. Aber ich wollte natürlich nochmal Raphael Möhle fragen. Du hast dir gerade nicht nur die Haare zusammengestrichen, sondern die Haare gerauft, ob der Situation der Kinder und dem Figurentheater. Ja genau, es ist eigentlich ein Wahnsinn, Kinder nicht in die Schule zu lassen, Kinder nicht ins Theater zu lassen. Genau, Markus hat schon recht gesagt, wir müssen gucken, dass die Kindergärten wieder können, weil da haben wir alle Schichten zwangsweise beieinander. Das muss die Spur sein, die wir wieder verfolgen müssen. Weil klar, die Familienvorstellung Samstag, Sonntag, das ist dann das gehobenere Kulturpublikum, das kulturaffine Publikum. Ich habe noch so ein bisschen, auch, ich gucke auch ein bisschen aufs Abendprogramm und denke, ah, hoffentlich machen wir jetzt nicht alle lustige Späßchen und so weiter, weil die Leute jetzt nur noch lachen wollen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht in so eine Comedy-Geschichte abdriften und dass wir auch relativ schnell wieder auch uns ernsthaft mit Themen befassen. Die Zeit ist ja reif dafür, in viele Dinge den Finger reinzustecken und zu sagen, hey, da krankt es überall. Also da hoffe ich, dass jetzt Kollegen jetzt nicht Panik kriegen und sagen von, oh, jetzt müssen wir unbedingt was Lustiges machen, die Leute wollen jetzt lachen. Mhm. Also wir könnten beides irgendwie tun. Und da hoffe ich, dass wir da nicht so einen eigenen Schwenk machen. Das wird sicherlich in der Soziokultur, glaube ich, verstärkt jetzt passieren. Aber ich hoffe mal, dass wir Theater da ein bisschen standfest auch bleiben. Ja, du hast so wunderbar den Kopf geschüttelt, Cordula, dass ich dir das vorletzte Wort erteile. Was wird der Spielplan sein? Was werden wir spielen? Was werden die Leute uns fragen? Ich weiß, die Berliner Volksbühne macht jetzt sozusagen nur noch griechische Antike. Werden die ganz großen Fragen wieder an die Griechen zurückgespielt? Was wird für das Figurentheater der Erwachsenen der Stoff werden? So, warte, ich muss mich kurz, ja, ich muss kurz vorhalten, damit ich nicht gesehen werde. Weil bei uns gibt es auch Strafen, wenn man die Maske nicht trägt. Ja, ich wie gesagt, ich setze auf politische Themen. Ich denke mal, dass wir auch in das Figurentheater die Politik holen sollten. Und in Österreich brennt es gerade. Ja, ihr habt sicherlich auch politisch ein bisschen was mitbekommen. Dieser Alleingang aus Moria, keine Kinder aufzunehmen und. Es regen sich doch auch viele auf. Es gibt auch Petitionen, die jetzt unterschrieben werden und. Und dieses kleine Land gibt viel Stoff. Das kleine Land mit seinem Minderwertigkeitskomplex gibt viel Stoff für politische Themen. Das würde ich mal sagen. Also das habe ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben, dass ich das ins Figurentheater bringen werde. Wunderbar. Das Schlusswort möchte ich natürlich sozusagen der großen Margit Gesin geben. Könnt ihr uns sagen, was sie sozusagen Studenten mitgegeben haben auf den Weg? Die starten jetzt nämlich sozusagen auch in ein völlig unbekanntes berufliches Feld. Die wollen sozusagen das Puppentheater auch wie jede Generation neu erfinden. Die haben es jetzt wirklich nicht ganz einfach, wenn sozusagen die ganzen aufgeschobenen Spielpläne im März schon fertig sind von den Leuten, die man im Sommer abgesagt hat. Wie macht man jemandem Mut? Wie sagt man, nimm deine Puppe, du wirst gebraucht? Margit Gesin, bitte. Also ich sag mal, weitermachen. Die brauchen uns schon. Vor allem die Kinder. Die anderen sind mir egal. Also ich werde sicher das Buch von allen Dingen ganz oft spielen, weil es ist ein sehr politisches Stück. Und Erwachsene spielen, mal für die Politik. Und ich werde auch auf, dass die Schweiz 22 Kinder nimmt. Und ich frage mich, wählen. Und ich finde auch, wir müssen viel mehr nehmen. Und es gibt viele Menschen in der Schweiz, die solche Kinder
dazu nehmen und denen einen guten Start zu bereiten. Und ich finde, es braucht Kindertheater, es braucht unglaublich viel Theater, es bräuchte noch viel mehr Theater und wir dürfen einfach nicht aufgeben. Wunderbar, das soll jetzt das Schlusswort sein. Wir haben die anderthalb Stunden rum. Ich bedanke mich bei allen ganz herzlich, die sich hier sozusagen freigeschaufelt haben, ganz weit. Wir haben jetzt hier sozusagen auch, wir geben das weiter. Die nächste Resiliar sind die Ungarn, da geht es dann tatsächlich sozusagen nur nationenweit. Da wissen wir ja auch, dass sozusagen wie Kunst und Kultur da unter Hochdruck zermahlen wird und irgendwie, die haben auch andere Probleme außer nur Corona. Aber genau, ich hoffe, dass wir sozusagen für die Leute, die zugehört haben, auch ein Zeichen der Ermutigung sein konnten, dass man nicht allein ist, dass man sozusagen auch von den Modellen, die in den verschiedenen Ländern umgesetzt werden und auch von den Missverständnissen, die in verschiedenen Ländern sind, etwas mitnehmen konnte und sich seine eigene Situation dann weiter erkämpfen kann. Und sage in diesem Sinne, hoch die Puppen. Ja. Die nächste Vorstellung schulden wir unserem Publikum. Herzlichen Dank und ich hoffe, euch alle bald mal wieder vis-à-vis und nicht durch den Fernseher zu sehen. Ja, vielen Dank. Abend noch. Dankeschön, tausend Dank. Ciao. Ciao. Ganz liebe Grüße an alle. Ja? Danke. Ja, genau. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.